Hey, du schreibst vielleicht jetzt Chemie im Medizinstudium und weißt einfach nicht mehr weiter, weil all diese ganzen Strukturformeln, Summenformeln, Reaktionsgleichungen und so weiter einfach nicht in deinen Kopf wollen. Kein Problem, in diesem Video gebe ich dir meine besten Tipps, damit du endlich weißt, wie du ganz einfach Chemie bestehen kannst. Vorab zu unserer Klausur im Medizinstudium. Es ist so bei unserer Universität, dass bei unserer ersten Klausur, die wir jetzt hier geschrieben haben, im Fach Chemie nur 18% der Leute durchgekommen sind. Nachdem die Klausur dann sozusagen nochmal evaluiert worden ist, haben es dann noch mehr Leute geschafft. Aber damit ihr seht, nicht sehr viele Menschen bestehen sofort Chemie und das ist überhaupt nicht schlimm. Das Wichtigste, was ich bei Chemie sagen kann, sind letztendlich Altklausuren. Hier in Köln ist es so, dass die Altklausuren letztendlich der goldene Schlüssel sind, um die Klausuren zu schaffen, weil die Professoren sich immer daran orientieren, vom Schwierigkeitsgrad her und natürlich auch immer Aufgaben, die in vorherigen Klausuren waren, einfach in die neuen Klausuren reinpacken. Und so kann man eben ganz einfach die Klausur bestehen, wenn man die Altklausuren wirklich zigtausend Mal macht. Was heißt zigtausend Mal? Ich meine wirklich zigtausend Mal. Ich habe die Klausuren teilweise 10, 12 Mal gemacht, von 2018 bis 2012 runter. Das waren dann irgendwie 32 Klausuren und die dann eben 10, 20 Mal wirklich durchmachen. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber ihr versteht so ein bisschen, lernt den Aufgabentypus kennen und das Ganze kommt euch ein bisschen besser vor, weil ihr die eine Aufgabe zum Beispiel 10 Mal macht und dann seht, okay, falls sie drankommen sollte, weiß ich Bescheid, wie es geht oder dieser Stoff wird so und so aufgeschrieben und dann könnt ihr das direkt in der neuen Klausur reinbringen. Am Anfang bin ich immer, ich sag mal, auf den Weg gegangen, lasst uns noch Karteikarten schreiben. Karteikarten sind eine super Technik, vielleicht auch für Chemie, aber in diesem Fall fand ich, war das für Chemie sehr unnötig und zeitauffressend. Ihr müsst euch folgendermaßen Chemie vor allem merken. Chemie geht es letztendlich um Stoffe, ja, Schwefelsäure, Phosphorsäure, die müsst ihr können, ja. In den Altklausuren seht ihr meistens, welche Stoffe gefragt sind, oder euer Professor hat da irgendwas mal gesagt, welche Liste wichtig ist. Wichtig ist, dass ihr die wichtigsten eben könnt. Kann man die auswendig lernen? Es gibt im Internet zigtausende Tabellen mit den wichtigsten Stoffen. Sei es Schwefelsäure, sei es Permanganat, sei es Chlorid, sei es Chlorat, ja, Perchlorat. Das müsst ihr einfach auswendig lernen. Es gibt da wirklich zigtausend Listen, sucht euch eine aus und lernt die auswendig. Wie kann man die mit einer Eselsbrücke lernen? Nun, wenn ihr zum Beispiel Schwefelsäure habt, Schwefeligesäure und Schwefelwasserstoff, ja? Schwefelsäure H2SO4, Schwefeligesäure H2SO3 und Schwefelsäure H2S, ja? Da könnt ihr das so ein bisschen ableiten. Und das Ganze auch für Perchlorat oder Kaliumpermanganat. Dieses Per heißt letztendlich immer so ein O4. Ja? Geht nicht immer, bei Wasserstoffperoxid nicht. Aber damit ihr so einen kleinen Einblick habt. Das heißt, schreibt euch die Stoffe am besten in eine Liste auf oder druckt euch eine aus dem Internet aus und lernt die ja, letztendlich auswendig, damit ihr erstmal so ein Basiswissen an Grundverständnis für Chemie aufbringen könnt. Nachdem ihr also Altklausuren vielleicht zigtausend Mal gemacht habt oder schon mal reingeschaut habt, die Stoffe so ein bisschen könnt, ja, ist es wichtig, wirklich Klausuren zu üben und auch Aufgabentypen zu üben. Chemie ist kein Fach wie Biologie, wo du einfach nur den Stoff auswendig lernen musst, sondern du musst wirklich in Chemie letztendlich Aufgaben machen und auch unterschiedliche Aufgaben. Ich empfehle dazu ein sehr wichtiges Buch, das ist das sogenannte Arbeitsbuch von Röttge. Dieses Arbeitsbuch kostet 25 oder 35 €, ist also ein bisschen teurer, aber es lohnt sich extremst. Ich habe mich für die Klausur nur mit Altklausuren und diesem Buch da eben vorbereitet und es hat auf Anhieb sofort mit einer sehr hohen Punktzahl sogar ausgereicht. Das heißt, ich verlinke dir das Buch unten in der Videobeschreibung. Dort kannst du es dir sogar relativ günstig manchmal bei Amazon erwerben und kannst dann direkt losstarten mit dem Buch und mit den wichtigsten Übungen. Dort habe ich aber auch selektiert. Das heißt, ich habe nicht alle Übungen gemacht. Damit kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Die meisten Leute kennen es noch aus der Schule, dass man alles lernen soll, ja? Alles. Einfach den kompletten Stoff. Das ist sowas von falsch. Ihr braucht Chemie, natürlich Medizinstudium für Biochemie, ja, aber danach braucht ihr es nicht wirklich mehr. Für Pharmakologie wäre es vielleicht mal interessant zu wissen, wie, wieso, weshalb, was funktioniert, aber das könnt ihr euch schnell selber wieder beibringen. Es geht letztendlich darum, diesen Schein zu bekommen, ja? Das ist euer Ziel. Vor allem, wenn ihr Chemie nicht könnt, ja, so wie ich. Dann ist nicht euer Ziel, eine 1 zu schreiben, weil die Noten zählen letztendlich, zum Beispiel in Köln oder in anderen Modellstudiengängen, relativ wenig oder gar nicht. Das heißt, du setzt dir als Ziel, diese Klausur zu bestehen. Wie kriegst du die Klausur? Nach dem 80-20-Prinzip. 20% der Arbeit für 80% der Note, für 80% der Bestehung. Das heißt, du konzentrierst dich auf das, was am meisten gefragt wird. Bei uns war das zum Beispiel ganz wichtig, die
Resonanzpfeile und die Resonanzstrukturen wirklich können. Das heißt, wenn ich euch Nitrit und Nitrat sage, damit ihr, dass ihr wisst, wie ihr das aufzeichnet und was für Strukturen es gibt. Dann auch noch Redoxreaktion in- und auswendig können. Ihr müsst das Prinzip vollkommen verstanden haben. Das war in Anorganik das Wichtigste. Und dann natürlich in Organik, ja, ich habe die ganzen Begriffe jetzt schon wieder vergessen, aber vielleicht Reaktionsmechanismen, dann Isomeri vor allem und SN-Nomenklatur, sowas, beziehungsweise nicht SN-Nomenklatur, sondern einfach Cis-Trans-Nomenklatur, dann D- und L-Nomenklatur, so, ich sag mal, diese Basics, die man in der Organik auf jeden Fall können sollte, die müsst ihr euch aneignen und darauf würde ich mich fokussieren. Guckt auf jeden Fall in den Klausuren, was am meisten gefragt wird. Stellt den Kontakt zu den Semestern über euch her und nehmt das alles mit, was ihr könnt, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, was am meisten abgefragt wird. Geht aber auch auf jeden Fall zu den sogenannten Seminaren. Manche Unis bieten die an, solche Chemieseminare, die von Chemiestudenten selber geleitet werden. Geht dahin, es schadet nicht, ihr lernt ein bisschen mehr, ein paar Tipps und Tricks. Bei unserem Seminar war es sogar so, dass es teilweise echt eine Einzelnachhilfe wurde, weil wir nur 5-6 Leute waren mit einem Chemiestudenten bzw. Chemie-Master-Absolventen und der hat einfach so ein unglaubliches Wissen an euch transformiert, dass ihr letztendlich ja so einen extremen Wissensberg bekommen habt und damit sogar umgehen konntet, ja, weil es einfach kinderleicht erklärt worden ist, ja, und dann konnte auch Chemie ein bisschen Spaß machen. Gibt es irgendwelche Lehrbücher, die ich empfehlen kann? Ja und nein. Also wenn ihr eine Formelsammlung vielleicht zu Hause habt, dann nutzt sie von eurem Abitur, das ihr vielleicht noch habt, weil das Coole an diesen Büchern ist, hier hinten ist meistens eine, ein Periodensystem, mit dem ihr so ein bisschen umgehen könnt. Ja, nicht nur das, aber hier hinten bei unserem, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, habt ihr sehr wichtige chemische Stoffe, eigentlich fast alle wichtigen, die man, also mehr als man natürlich braucht, von Bariumsulfat zu Calciumhydroxid, ja, sowas ist immer super, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, da habt ihr nämlich auch eine super Liste. Und am Anfang meiner Videos, in den früheren Videos, habe ich ja immer das Chemie für Mediziner Buch sehr gepriesen. Es ist sehr gut, muss ich sagen, wenn ihr das verstehen wollt und sehr viel Zeit vielleicht für die Vorbereitung habt. Dann könnt ihr das durcharbeiten und nachlesen. Ja? Aber für die Klausurvorbereitung ist das einfach viel zu viel. Also ihr seht, es sind zigtausende Seiten. Allein die Einführung, die in der Uni-Vorlesung wirklich 10 Minuten ging und damit wurde der Schulstoff abgehandelt, ist in diesem Buch locker 30 bis 40 oder 50 Seiten lang. Es ist sehr, sehr viel Stoff. Ja, sehr schön, aber braucht ihr nicht. Ja, könnt ihr euch in der Bib ausleihen, wenn ihr es trotzdem kaufen wollt, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ist auf jeden Fall hilfreich, aber eben kein Muss. Und da gibt es zigtausende Lehrbücher. Ja, da denke ich, kommt ihr mit dem gut klar. Der Preis ist natürlich mit 35 bis 40 Euro, glaube ich, relativ hoch, aber zum Nachlesen und so weiter ist das ganz gut. Diese kleineren Bücher wie von Endspurt, die ich auch genutzt habe, ich kann euch da mal jetzt eins in die Kamera halten. So, tada, ihr seht, das Buch ist nicht mal komplett mehr. Das ist einfach so, das ist eine scheiß Qualität, um ehrlich zu sein. Keine tolle Qualität, ist einfach so ein, ja, blödes Papier und kann man durchlesen. Muss man nicht, ja. Ich empfehle Via Medici, damit da zahlt ihr 10, 12, 13, 15 Euro, keine Ahnung, im Monat und kriegt die meisten das Wissen, was hier drin ist, da letztendlich mit online. Dann habt diesen Papierkram nicht. Es lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Wenn ihr Zeit habt, wie gesagt, zum Nachlesen, entweder das Buch, was ich eben gezeigt habe, da könnt ihr auch das nehmen. Es ist mit 90 Seiten sehr kompakt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das hat mir meine Chemieklausur gerettet. Nee, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Ein ganz wichtiger Tipp allgemein, fangt sehr früh an. Chemie ist so ein Fach, das übt ihr, übt ihr, übt ihr und es macht nirgendwo Klick. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo dann irgendwie ein Klick gemacht hat und dann könnt ihr es plötzlich. Ja? Das war bei mir mit Redoxreaktionen extrem lange. Ich konnte die 2 Monate, glaube ich, nicht. Ich habe sehr früh angefangen und plötzlich konnte ich es. Ja? Und das war super. Und deshalb fangt früh genug an zu lernen, kontinuierlich, macht sehr viele Aufgaben, auch Aufgaben, wo ihr euch nicht rantraut und versucht auch so ein bisschen Verständnis zu zeigen. Ihr müsst nicht alles verstehen, Reaktionsmechanismen habe ich absolut keine Ahnung. Ich habe die Altklausur einfach gemacht und dadurch so ein bisschen Verständnis bekommen. Aber so wirklich Verständnis immer noch habe ich nicht für Reaktionsmechanismen. Dafür konnte ich das andere, was in der Klausur gefragt war, natürlich machen und habe mich auch so getraut, so ein bisschen hinzuschreiben, was ich denke. Ja, das hilft und gibt ab und zu auch mal ein paar Punkte. Bei uns musste man von 50 Punkten 16 Punkte haben, jeweils 8 in Anorganik und in Organik. Und ja gut, ich hatte jetzt irgendwie
ein bisschen über 30. Das heißt, es hat gepasst. Es reicht also vollkommen aus, wenn ihr eben Altklausuren macht. Den Röpke, das Arbeitsbuch, verlinke ich euch, ist ein super Buch, das durcharbeitet. Ja, da ist nämlich alles perfekt erklärt, besser als all andere Lehrbücher, muss ich sagen. Und ja, perfekt einfach erklärt. Und dann müsst ihr euch so ein bisschen damit noch beschäftigen. Empfehlungen sind auch YouTube-Channels. Es gibt, also ich finde den Simple Club-Kanal nicht so gut. Es gibt Kick-Ass Chemistry, ist von einem ehemaligen Lehrer, glaube ich. Das könnt ihr gucken. Von Alturio oder Altusio gibt es noch einen Channel. Verlinke ich alles in der Videobeschreibung, sind super Kanäle. Da könnt ihr es lernen. Und im englischsprachigen Raum, Professor Dave, da gibt es so viele Videos. Einfach mal durchklicken und auch auf Englisch gucken, dann kriegt ihr so ein bisschen Wissen. Und damit ist die Chemieklausur und der Chemieschein letztendlich da. Und dann habt ihr auf jeden Fall bestanden. Für das Chemiepraktikum, was man manchmal machen muss, in Köln auch, einfach Zähne zusammenbeißen. Vielleicht macht es euch Spaß, vielleicht nicht. Einfach durchmachen. So viel falsch machen könnt ihr dann natürlich jetzt nicht. Wenn ihr all diese Tipps beherzigt habt, dann sollte vor der richtigen Chemieklausur kein Problem mehr vorherrschen und solltet ihr es bestehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und falls irgendwelche Fragen sein sollten, gerne in die Videobeschreibung bzw. in die Videokommentare reingeben. Ich versuche euch zu antworten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.